Hallo zusammen, heute mal ein anderes Spiel, das ist das Planet Coaster. Ich habe hier mal einen Park angefangen. Ja, angefangen ist gut, das heißt einfach mal ein bisschen ja, zum Schauen, wie funktioniert es. Und ja, okay, ihr könnt hier unten die Parkbesucher sehen. Das heißt, ich habe zurzeit 4894 Parkbesucher, dann wie sich die Gruppen aufteilen. Und ja, es ist ein schönes Spiel, es gefällt mir sehr gut. Und habe auch dabei herausgefunden, dass wenn ein Gerät veraltet, es nicht mehr so gut besucht wird. Diejenigen von euch, die Planet Coaster schon längere Zeit spielen, die wissen das natürlich schon. Wer noch neu ist, der kann das natürlich nicht wissen. Und ja, ich bin noch ein bisschen am Probieren. Also hier, dieses Fahrgeschäft, wie heißt es doch gleich? Das ist der, nee, nicht der Adler. Das ist der Wrangler. Der ist inzwischen, ja, veraltet. Oder wenn nicht, dann würde er gleich veraltet, als veraltet auftauchen. Ja, den habe ich im Szenario erstellt und der ist jetzt nicht mehr vorhanden, weil ich spielen gesagt hatte und nicht Szenario bearbeiten. Ich kann den also jetzt nicht mehr auswählen. Und dann gucken wir uns nochmal, achso, übrigens die Schlange ist ursprünglich, als er noch neu war, hier komplett einmal voll gewesen. Und Moment, ging hier hinten entlang bis hinten zu dem Weg hin. Komplett immer voll. Was jetzt eben halt im Alters, ja, jetzt wo er sozusagen altersschwach geworden ist, hat das also nachgelassen. Und auch hier, ich bin mit den Bewegungen hier noch nicht ganz so gut vertraut, muss ich sagen. War das der? Nee, halt nicht das Objekt. Okay, ja, hier veraltet. Okay, der steht auch veraltet. Die Schlange ist relativ voll und ich weiß gar nicht, ob ihr die Maus sehen könnt bei mir. Okay, werde ich später sehen. Ist die erste Aufnahme. Mal schauen. So, und das hier ist dann der Premium Pass Ausgang, beziehungsweise der Weg hier hinten lang. Das ist der Premium Pass Eingang. Den könnt ihr bei jedem Fahrgeschäft auch erstellen. Und ja, die Premium Pass Besitzer können eben halt hier rein und alle anderen ohne, die müssen hier eben vor dem Premium Pass Ausgang warten und werden dann nach und nach reingelassen. Genau angeguckt habe ich mir das nicht unbedingt. Aber wie ihr seht, die Schlange ist recht lang und führt bis nach hier hinten. Ja, man könnte sagen voll. Aber das habe ich auch schon anders gesehen, dadurch, dass er veraltet ist, dass es eben halt kaum noch Besucher gibt. Und da könntet ihr dann eins machen, den ach, den habe ich ja schon ausgewählt. Den Ring Racer, den könnt ihr entfernen. Die Wege und so weiter, das entfernt ihr alles auch und stellt ihn wieder neu auf, wenn der Platz gerade eben, wenn es euch gefällt, dass der Platz hier wieder mit demselben Fahrgeschäft durch Deko und so weiter, was ihr aufgestellt habt, wieder sein soll. Dann könnte man das machen, dann zählt er wieder als neu und ja, er füllt sich. So, und mir fällt gerade auf, ich bin bei dem Ringracer, den meinte ich eigentlich gar nicht. Da, den da. Da. Weil der Tornado steht auch auf veraltet. Und okay, hier habe ich die Schlange nicht so lang, den hatte ich vorher gebaut. Das konnte ich nicht ahnen, dass sich das so schnell ändert, also so schnell füllt. Und da ist die Schlange eben etwas kürzer, aber die ist auch immer bis hinten hin voll gewesen. Und wie ihr seht, jetzt sind nur noch vereinzelt welche da. Gut, ansonsten würde ich jetzt gerne einen neuen Park anfangen. Oder ich zeige euch erstmal, was ich hier insgesamt hingestellt habe. Also das einige laufen gut, einige laufen nicht so gut. Da wäre dann zum Beispiel diese Bahn, den Hexenwinkel. Der Hexenwinkel ist immer sehr gut besucht. Ob das immer noch so ist? Ja,
Wie ihr seht, hier die Riesenschlange vor dem Hexenwinkel. Dann habe ich hier. Ui. Oh, sofort habe ich die Schlange noch gar nicht gesehen. Okay. Ein ziemlich unspektakuläres Fahrgeschäft. Eigentlich. Aber wie man sehen kann, die Leute wollen da unbedingt rein. So, das hier, dieses Fahrgeschäft ist komplett, so wie ihr es hier seht, fertig. Das habe ich nicht selber dekoriert. Ganz ehrlich, so kreativ bin ich dann doch wieder nicht. also Kreativität, ja, na klar, habe ich. Aber das mit der Dekoriererei, das ist nicht so meins. ja, achso, das Ganze heißt natürlich Land in Sicht. Könnt ihr ja hier oben rechts sehen. Ihr könnt auch ein paar Änderungen machen, Anpassungen. Und das wäre dann hier über den Betrieb. Ne, könnt ihr nicht allzu viel. Ne, eigentlich nur die Geschwindigkeit bei dem hier. Also 5 Meilen pro Stunde ist eine gute Idee. Könnt ihr so einstellen. Und es gibt auch andere Fahrgeschäfte, wo ihr das machen könnt. Um die Schlangen voll zu kriegen, kann man, also dass die Fahrgeschäfte nicht leer laufen, kann man kleine Barrieren einbauen, dass die nicht ganz so schnell laufen oder beziehungsweise die Menschenmengen auch tatsächlich nachkommen können. So, dann sehen wir hier den Eingang. Und den Eingang, den habe ich hier insgesamt 6-mal. Beziehungsweise den Eingang, ihr habt den langen Weg hier, wenn ihr anfangt sowieso, das sehen wir dann auch gleich noch. Ich logge gleich mal um und beginne einen neuen Park. Und ich hoffe, das funktioniert auch recht gut. Ansonsten die Wege hier, wie ihr seht, ganz besonders deswegen gucke ich hier noch einmal und sage euch das. Die Wege hier in der Grundeinstellung sind 4 Meter breit, die sind viel zu schmal. Bei einer Gästeanzahl von fast 5000. Hier zum Beispiel, ja, anfänglich wusste mir nicht besser zu helfen und habe hier so einen Doppelweg. Ne, eigentlich doch schon. Ich wollte die Leute aber nicht vertreiben, weil wenn ihr den Weg wegnehmt, dann sind die Leute weg. Habe allerdings nicht darauf geachtet, ob die dann aus dem Park raus sind oder einfach nur gerade nicht sichtbar. Okay, aber ich habe den Weg eben halt nicht weggenommen, einfach noch einen daneben gelegt. Hat auch ganz gut funktioniert. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Menschenmengen auf einem Weg. Es wird eng. Dann noch mit Bänken und Mülleimern. Also ist sozusagen kein Platz da. So, ansonsten, ich hoffe, es fühlt sich keiner angegriffen oder ähnliches. Also hier im Spiel, die Verkäufer im Spiel, ist teilweise ein ganz schön faules Pack. Da kann man auch ein bisschen was einstellen, aber da geht nicht allzu viel. Also ständig sind die Geschäfte leer, deswegen habe ich hier mal alle den Betrieb eingestellt. Die sind alle aufgeschlossen, deswegen sind hier die Jalousien unten. Normalerweise wäre da offen und eigentlich sollten Verkäufer drin stehen, aber am meisten steht ein Schild da. Kein Verkauf oder so etwas. Und ja, ich habe mir gleich eine größere Version gekauft. Das war mehrere Packs in einem bei Steam. Und da ist auch Ghostbuster mit dabei. Ist sehr nervig, die Geister. Die Leute, die erschrecken sich und verschwinden aus dem Park. Dann die Ghostbuster. Ihr könnt die Ghostbuster losschicken, beziehungsweise ich glaube, es waren nur 5. Und der Park ist relativ groß gewesen inzwischen und die sind gar nicht mehr hinterhergekommen. Und sogar irgendwann sind sie einfach weg gewesen. Ich nehme an, die haben auch gekündigt. Ja, zu den Verkäufern noch einmal. Irgendwann, weil ich permanent neue einstellen musste, ist es so, dass ich irgendwann mal mich auch um den Park an sich kümmern wollte. Und weil ewig sind sie unglücklich gewesen und zu wenig zu tun angeblich und so weiter und so weiter. Ich habe dann mal grundsätzlich alle gekündigt, alle rausgeschmissen und neue eingestellt. Und siehe da, plötzlich waren sie gut gelaunt, die waren aktiv, alles war schön. Gut, ja, Fahrgeschäft, nur weil es groß ist, heißt es nicht, dass es auch gut besucht ist. Jetzt hier, das ist relativ gut besucht. War nicht immer so. Die Bewertungen
Gucken wir uns das hier mal an. Moment, Moment, Moment. Kann ich das denn sehen? Testen. Da. Also die Ergebnisse, das sieht toll aus. Das ist wunderbar. Aber es gibt auch viele Parkbesucher, die sich dann sagen, ja, nee, das ist mir zu gefährlich. Und ja, eben halt Ausreden suchen, sozusagen. Auch schon gesagt, Ausreden suchen. Aber naja, gut. Gut, das hier habe ich ein bisschen dekoriert. Hier auch. Ich denke, das ist ein krasser Unterschied. Also nicht ganz so toll geworden, aber ich bin am Probieren. Na gut. Okay, dann schneide ich hier, beziehungsweise ich lock einmal um. Und dann beginnen wir einen neuen Park. Und den Park brauche ich jetzt nicht speichern. Hauptmenü. Voll. Gut, dann melde ich mich wieder, wenn der neue Park geladen ist. So, da bin ich wieder. Und wir haben jetzt einen neuen Park. Ich habe den Stadtpark genommen. Bedeutet, dass wir im Hintergrund eine Stadt haben und eine schöne grüne Umgebung. Ein wenig Berge dabei. Ja, das gefällt mir. Gut, dann haben wir natürlich noch nicht wirklich geöffnet. Wir sind jetzt hier dabei, den Anfang zu erstellen. Und da gehen wir jetzt hier auf Mehrfachauswahl. Obwohl, eigentlich wollte ich jetzt gar nicht. Naja, gut. Ja. Okay, das haben wir jetzt ausgewählt, den Eingang. Und tun uns den jetzt hier einmal kopieren. Stellen uns den, so wie wir es brauchen, noch einmal hin. Und ja, dann wählen wir uns den einfach nochmal aus. Und zwar jetzt dieses Mal gleich 2. Da habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay. Kann ich nicht kopieren? Warum kann ich den nicht kopieren? Jetzt kann ich ihn kopieren. Dann nehme ich doch einen. Okay. Bisschen Moment. Ja. Mit Drücken von Y könnt ihr das auch drehen. Das Teil, was ihr gerade markiert und an der Maus habt. Okay, absetzen. Na gut. Halt. Kann ich jetzt nicht kopieren. Okay, mehrere geht nicht. Auch nicht. So geht das jetzt nicht. Jetzt. Habe ich falsch markiert, okay. Nehme ich jetzt mal an. So, dann. Okay. Ist das gemeint? Wo muss ich hier markieren? Probieren wir es nochmal. Ja. Ja, wie ich schon sagte, also ein bisschen unbeholfen. Also nicht unbeholfen, nein. Ich kenne mich noch nicht so richtig damit aus und es ist nicht ganz so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das? Ja, das kann ich zumindest kopieren. Ja, gut, okay. Sehr schön. Gut, gut, gut. Na, schön aussehen ist anders, glaube ich. Okay. Na gut, okay, dann kommen wir jetzt zu den Wegen. Die Wege haben wir hier unten, das Menü. Da haben wir auch natürlich und Warteschlange. Aber wir haben jetzt erstmal nur einen Weg, den wir erstellen wollen. Und ich nehme einfach mal den hier. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Und na, komm schon. Ah ja, gut. Ja.
Was macht der denn da jetzt wieder? Also mit rechter Maustaste könnte das auch wieder rückgängig machen. Und okay. Das ist so gewollt, dann machen wir es halt so. Und hier geht es nicht. Warum geht das hier nicht? Warum geht das nicht? Gut, okay. Das erste gebe ich mich geschlagen. Ich finde das noch raus. Ich bin ziemlich sicher. So. Nein. Nicht doch. Das geht gar nicht. Geht zurück. Also das sieht doch nicht schön aus. Das ist doch nichts. Hä? Das ist wieder... Nee. Nee, 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 nee. Muss auch anders gehen hier. So. Ach, wegen der Lücke hier hinten bestimmt. Okay. Dann... Gehen wir wieder hier drauf. Und dann verschieben wir den. Und jetzt, na, prima. Gut. Wäre doch gelacht gewesen. So, Winkelausrichtung, Blende. Flappen, das lassen wir jetzt mal weg. Nein, oh. Ja, wie soll ich sagen? Ich übe noch. Okay, ich muss bestätigen, dass ich das auch wirklich will. Und ja, Planet Coaster, ich möchte das. Wenn ich das mache, dann möchte ich das wirklich gut. Den hier, können wir den wegnehmen? Achso, Weg. Kann ich den wegnehmen? Ja, kann ich. Dann möchte ich das, glaube ich, so. Den auch nochmal weg. So, wir können doch hier den Weg auch verlängern. Länger. Längen 5 Meter. Ja. Funktioniert. Dann. Ah ja, die Breite können wir auch noch ändern. Aber wir können uns dann nicht anschließen. Möchte ich dann aber auch nicht. Ja, ob das gut aussieht. Oh, das könnte gehen. Ach so, Moment. Ja. Das am schlauesten den wieder weg. Okay, dann mach es doch so. Und ja, das ist doch schon schöner. Nicht der schönste, aber zumindest schöner. Hier. Ungefähr gleich. Also wie ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. Und jetzt machen wir das so.
Oh, ich freue mich schon wieder auf die Fahrgeschäfte. Dass du mir so anbietest, das möchte ich aber so nicht. Gerade, gerade. Also ich sehe schon. Ja, gut. Ich das hier noch irgendwie anschließen. Geht das? Also ich stelle mir es jetzt so vor, dass ich da gleich noch einen größeren, einen breiteren Weg baue. Und da, ja. Das lassen wir mal weg. Und dann schließe ich die gerade an den großen Weg. Ja. So machen wir das. Dann machen wir Länge. Und die Breite voll. Ich möchte das aber nicht da haben. So. Kann ich das nicht ändern? Ah, wie ungeschickt ist das denn? Also irgendwie fühle ich mich ein bisschen veräppelt. Also von dem Spiel. So, Kamera folgt, konzentriert. Dreht, Ausrichtung, Raster auswählen. Boah, wenn wir jetzt gerade wird, können wir auch Raster nehmen. Oder? Ja. Aber dann wird das irgendwie mit meinem breiten Weg nichts. Nee. Das ist das, was ich möchte. Aufheben. Gut. Also wir müssen das jetzt so bauen. Das kann doch nicht ernst sein. Gut, dann nehmen wir das hier weg. Raster auswählen, geht das? Jetzt mal. Ja. Okay, super. Okay, gut, das sollte erstmal reichen. Da ist blockiert, okay. Lassen wir das wieder weg. Und dann war kleiner. Also wenigstens ein Fahrgeschäft wollte ich heute noch hinstellen. Am besten natürlich ein gut laufendes. Hä? Nein. Was? Das hier. Hä? Nein.
Also ich bin nicht dagegen, dass es wirklich gut funktioniert, aber also sollte. Was dann hinterher noch vernünftig machen? Ich zweifle es ein bisschen. So toll ist, ich weiß es nicht. Ah ja. Schon besser. Super. Gut. Auf normal. Ja, besser, besser, besser. Gut, hervorragend. Okay, der Eingang gefällt mir jetzt hier nicht, aber das kann man ja auch ändern. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Das gefällt mir auch fast gut. Gut, dann machen wir mal das Terrain. Wir machen das mal auf Fundamenthöhe. Ich möchte vermeiden, dass wir hier irgendwelche Unebenheiten haben im Boden und wir es nicht aufstehen können. Okay, gut. Dann gehen wir zu den Achterbahnen. Nehmen wir Achterbahn? Ja, wir nehmen Achterbahn. Und da haben wir den Cortez. Was ist das? Der Cortez. Okay. Am besten nehme ich eins, wo ich weiß, dass es gut läuft. Dann. Ach, wir nehmen erstmal einen Turm. Was? Wie ein Turm. Ui. Was ist das denn? Nein. So ist nämlich nicht. Im anderen Park ist ja nicht so gut gelaufen. Ich versuch's mal in dem. Gut, mit der Taste Y können wir, wenn wir es halten, auch dann direkt drehen. Ansonsten können wir mit einfach Y einmal drücken, loslassen, dreht es sich immer um 90 Grad. So, schauen. Können wir bauen, könnten wir das auf jeden Fall. Links so fast gerade, ich glaube. Mal, ja, das sieht nach Weg ausgerichtet, sieht das ganz gut aus. Dann stellen wir das ein bisschen weiter nach hinten. Bis. Achso, oh. Okay, durch Drücken von Shift können wir das jetzt ein wenig hochziehen, bis es nicht mehr rot ist. Müssen wir das tun und dann können wir das hinstellen. Okay. Jetzt werden wir gleich darauf hingewiesen, wir brauchen einen Eingang. Das heißt, den Eingang können wir jetzt hier platzieren im vorderen Bereich. Und ich entscheide mich mal für diesen. Ausgang müssen wir auf der anderen Seite machen. Und
Also durch Drücken von beiden Maustasten können wir den. Können wir uns drehen. Gut. Und jetzt haben wir das beides gemacht. Jetzt haben wir Eingang mit Weg verbinden. Und das machen wir mal so. Machen wir länger? Ja, machen wir länger. Weit, nein. Das hatte ich schon mal ausprobiert. Das ist nicht so gut. Bisschen krumm, glaube ich, oder? Jetzt kommen wir hier nicht rum. Auf kurz. Ich hier einmal um die Ecke. Und bauen wir es dahin. Ja, damit es ein bisschen gleichmäßig aussieht. So. So, das sollte erstmal reichen. Dann können wir den Eingang natürlich auch nach unten legen. Das heißt, wir drücken die linke Maustaste. Ihr seht diesen Pfeil an der Maus und ziehen einfach nach unten. Und jawohl. Sind erst dann auf dem Boden, wenn ihr seht, dass es hier wieder gerade wird. Und dann legen wir den dorthin. Jetzt ist er mir zu lang. Etwas kürzen. Und schließen uns an den Weg an. Okay, gut, dann haben wir das getan. Dann gehen wir jetzt auf den Ausgang. Dann müssen wir einen normalen Weg nehmen. Und wo ist er denn da hinten? Die Länge wieder auf kurz. Ja. Ups. Kommen wir mit hin? Ja. Und das passt nicht. Also müssen wir hier schon mal gleich runter. Und sind auf dem Boden. Kommen wir da lang. Ich werde jetzt mal den Weg noch ein bisschen verlängern. Näher an den Eingang. Jawohl. Gut, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Dann schließen wir den Weg wieder und gehen auf das Fahrgeschäft. Dann machen wir hier eine Probefahrt. Und genau, da erscheinen die Dummies. Okay, dann können wir hier auch noch zugucken mit der Kamera. Einmal aus der Fahrgastsicht. Und wir können uns auch den Zug bzw. den Wagen aussuchen, wo wir sitzen wollen. Und auf welchen Sitz. Gibt es noch mehr? Ne, 1, 2. Okay. Oh, nicht da. Oh. Ja. Okay. Also sieht schon richtig spektakulär aus. Es gefällt mir sehr. Ich verspüre den Drang, unbedingt selbst in so etwas mitzufahren. Also jetzt gleich, jetzt sofort. Ja, es wird ein bisschen schwierig. Ich habe gerade keinen hier. Und ansonsten, wenn doch, dann ja, müsste ich den ja eh schließen. Okay, dann sind wir jetzt einmal mitgefahren. Gehen aus der Sicht raus. Jetzt haben wir auch freigeschaltet, geöffnet. Wir setzen auf geöffnet und jetzt sollten Besucher kommen. Das wäre schön. Hier. Nein. Dann gehen wir auf Parkverwaltung, gucken mal, jawohl, der Park ist auch geöffnet. Und wo bleiben jetzt die Gäste? Hm. Was brauchen wir noch? Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas sollten wir noch bauen, damit die Leute auch wirklich kommen. Unter Pyramide, irgendwas zu trinken und zu essen.
Dann. Ja, das ist immer gut. Schließt sich automatisch an den Weg an. Optisch auch in Ordnung. Gut. Festlicher Imbissstand. Oh, hey. Ist ja schick. Ja. Aber das passt, glaube ich, hier gerade nicht. Das lassen wir mal weg. So, Gäste, kommt, kommt, kommt. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja. Gucken mal. Eingangspreis. Preise. Hätten wir da. Ah, da kommt jemand. Oh, der läuft sogar. Guck, 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 guck. So, für 0. Ja, das lassen wir erstmal auf 0. Und das Fahrgeschäft, da können wir den Preis auch einstellen. Der steht auf 14 gerade. Ui, da kommen sie wunderbar. Jetzt haben wir es. Gut, der steht gerade auf 14. Das ist nicht ein zu hoher Preis. Hier in dem Spiel ist es so, die Gäste, die zahlen das. Solange sie es nicht zu teuer empfinden, werden sie dann trotzdem damit fahren. Und ihr habt auch, ja, ihr generiert dann eben halt Einnahmen. Jetzt muss ich hier natürlich noch jemand einstellen für das Geschäft. Ich brauche einen Verkäufer. Ja, auf jeden Fall, hier könnt ihr dann auch noch die Wartung einstellen. Wie häufig soll das Ding gewartet werden? Also das Venom. Und hier könnt ihr einstellen Mindestwartezeit und die Maximalwartezeit. Und den Abfahrintervall. Den lassen wir jetzt alles mal komplett so, wie es ist. Und kümmern uns nicht so weiter drum. Aber das mit dem Weg hier gefällt mir ganz gut. Ja. Okay. Also. Glücklicherweise durch den anderen Park ein bisschen was dazugelernt. Und ich werde hier. Ja, ich werde hier auf jeden Fall noch dran weiterbauen. Und zwar. Das wiederum tue ich dann mit euch in der nächsten Folge. Oh ja, das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Sehr schön. Ah ja, den Verkäufer einstellen. Also, hier gehen wir auch wieder auf Parkverwaltung. Ja, gut, okay. Da brauchen wir uns, glaube ich, jetzt erstmal nicht kümmern. Und gehen auf Personal. Dann haben wir hier zur Auswahl, wen wir einstellen können. Und auch ein paar, wie nennt sich das? Animateure, da steht es auch sogar. Wir nehmen erstmal einen Verkäufer oder Verkäuferin. Die können wir irgendwo hinstellen. Die suchen sich dann ihr Geschäft oder ein leeres Geschäft. Und nein, da war schon da. Ah, nicht dran gedacht. Gut, okay, dann habe ich einen Verkäufer zu viel. Nicht ganz so schlimm. Naja. Gut, okay, dann war es das erstmal. Dann war es das erstmal für heute. Dann werde ich mich verabschieden. Bewertet mich, lasst einen Kommentar da, nehmt ein Abo mit, wenn ihr möchtet. Und wir bauen in der nächsten Folge weiter. Ciao!